Hi, mein Name ist Benny und heute zeigen wir euch, wie ihr eure eigenen Texturen erstellen könnt. Zuerst ladet ihr euer Bild oder Foto in Photoshop oder einer anderen Bearbeitungssoftware hoch. Unter Filter und 3D findet ihr in Photoshop Normal Map generieren. Wie ihr sehen könnt, wird die Normal Map automatisch erzeugt. Die Details bleiben, wie man sie erhalten. Der Regler Weichzeichner lässt die Details ineinander verschwimmen. Ohne Weichzeichner können Texturen aber auch sehr körnig wirken. Weiterhin könnt ihr eine negative Textur erstellen. Betrachtet man die 3D-Vorschau, stellt man fest, dass der Kies jetzt eingedrückt wäre. Für unsere Zwecke lasse ich die Höhe aber normal. Die Detailskalierung gibt die Stärke der Details an. Eine zu hohe Skalierung kann allerdings unnatürlich wirken. Probiert einfach ein bisschen mit den Reglern rum, bis ihr etwas gefunden habt, das euch zusagt. Bei dem Kontrastregler könnt ihr die einzelnen Kontrastbereiche anpassen. Kontrast niedrige Stellen schwäche ich meistens etwas mehr ab und hebe Kontrast hohe hervor. Drückt anschließend auf OK. Kommen wir als nächstes zu der Specular Map oder Metallic Map. Hier habe ich wie auch sonst das normale Bild als erstes eingefügt. Danach einen Schwarz-Weiß-Filter drüber gelegt. Als letztes habe ich alles angepasst mit Gradationskurvenebenen. Ich habe mich um den Mittelwert orientiert. Je dunkler die Bereiche, desto weniger spiegeln sie. Je heller, umso mehr. Es ist wichtig, den Nutzen eures Materials zu kennen, um es richtig zuzubereiten. Als vorletztes kommen wir zu der Roughness Map. Wie überall fangen wir mit dem Ursprungsbild an. Anschließend kommt wieder der Schwarz-Weiß-Filter. Und zu guter Letzt wieder eine Gradationskurve. Die Roughness Map gibt an, wo die Unregelmäßigkeiten auf der Textur sind. Als letztes bleibt noch die Diffuse Map oder die Textur an sich. Speichert euch jede Map als individuelles Bild ab und das war's mit Photoshop. Kommen wir nun also zu einer eigenständigen Software. Materialize ist ein Open-Source-Programm, welches euch die Möglichkeit gibt, intuitiver Texturen zu erstellen. Download-Link in der Beschreibung. Das Programm sieht so aus. Geht zuerst auf das O für Open in Diffuse und wählt hier euer Bild aus. Klickt anschließend auf das kleine Edit-Feld. Der Reveal-Slider zeigt euch eure Veränderungen im Zusammenhang mit dem Original an. Die Regler darunter geben euch Möglichkeit wie Color Blur, Light Remove, Shadow Remove und ähnliche Funktionen, um euer Ursprungsbild anzupassen. Als nächstes klickt auf Create bei der Heatmap. Auch hier habt ihr wieder neue Möglichkeiten, die Einstellungen nach eurem Belieben anzupassen. Wenn ihr zufrieden seid, drückt auf Set as Heatmap und ihr seht, dass eure Textur oben gespeichert wurde. Ihr könnt sie natürlich auch noch weiter bearbeiten. Beispielsweise könnt ihr die Stärke des Filters anpassen, um Höhenunterschiede besser ersichtlich zu machen. Als drittes kommen wir nun zu der Normal Map. Hier könnt ihr den Vollkontrast einstellen und habt anschließend eine Auswahl an Presets. Von Smooth für weiche Texturen bis zu Crisp für scharfe Texturen. Mir persönlich haben die Mids gut gefallen, da ein Kiesbett sowohl weiche als auch raue Steine haben kann. Als letztes könnt ihr nochmal den finalen Kontrast nach der Bearbeitung einstellen. Wie immer drückt den Z-Button, um fortzufahren. Gucken wir uns mittels Show Full Material mal die Textur an. Wie man sieht, ist es schon nicht schlecht, aber es gibt noch viele kleine Artefakte. Dies hing mit der Heatmap zusammen, weswegen ich diese nochmal neu erstellt habe. Nachdem alles eingestellt war, sah die Textur schon ziemlich gut aus. Ich fand, dass der Metallic-Effekt noch ein Stück zu hoch war, deswegen setze ich ihn ein bisschen weiter runter. Smoothness, Edge und AO-Map sind weitere Maps, die nicht in jeder Software Einsatz finden, aber probiert sie dennoch gerne aus. Solltet ihr mit einem zufrieden sein, könnt ihr auf das S unterhalb der Texturen drücken und eure Maps speichern. Natürlich könnt ihr auch das gesamte Projekt für zukünftige Iterationen speichern. Weiterhin könnt ihr euch eins von 5 Bildformaten für den Export aussuchen. Ihr könnt die Form auch in einen Würfel oder Zylinder verwandeln, um das Verhalten an Kanten besser zu überprüfen. Habt ihr alle Maps gespeichert, kommen wir nun zur letzten Variante. Normal Map Online ist eine Website, auf der ihr eure Maps genauso simpel erstellen könnt. Ladet dafür zuerst euer Bild einfach per Drag and Drop hoch. Auch hier habt ihr 4 Maps zur Bearbeitung verfügbar, angefangen bei der Normal Map.
Die Regler sind relativ selbsterklärend und funktionieren genauso wie in Materialize. Gerade wenn man schnell nur eine Textur braucht und unterwegs ist, finde ich persönlich eine Website als perfekt, da man auch keinen zu leistungsstarken PC dafür benötigt. Genau wie bei den vorherigen Sachen ist Ausprobieren die beste Möglichkeit, um ein gutes Ergebnis zu erhalten. Habt ihr alles eingestellt, könnt ihr unten auf der Seite über die jeweiligen Buttons eure Map runterladen. Kommen wir nun zur Anwendung. Ich habe mich für das Open Source Tool Blender entschieden. Wie ihr sehen könnt, ist nur die Textur als Diffuse Map als Farbgeber eingestellt. Das Ergebnis sieht dann in etwa so aus. Es können die Texturen erkannt werden, aber sie besitzen keinerlei wirkliche Tiefe. Fügen wir nun also die Maps hinzu. Dafür öffnet ihr einfach den Ordner mit den erstellten Texturen und zieht diese dann per Drag and Drop in Blender. Stellt sicher, dass ihr noch ein Mapping- und Texture-Node hinzufügt, um eventuelle Verziehungen zu vermeiden. Das müsst ihr jetzt mit allen Maps noch einmal machen. Also, als nächstes die Normal Map. Fügt am besten noch einen RGB-to-Normal-Node hinzu. Vergesst auch hier nicht, die Mapping-Node wieder zu verbinden, um Artefakte zu vermeiden. Ihr könnt mit den Normal-Werten experimentieren, um die Stärke festzusetzen. Anschließend nehmen wir uns die Metallic Map für den Glanz vor. Und jetzt setzt es noch die Bump Map für die Verschiebung. Auch hier könnt ihr noch eine Bump Node adden. Ich habe in meinem Zeitraffer noch die ganzen anderen Materialien verbunden. Das Wichtigste ist, dass ihr ausprobiert und guckt, wie eure Materialien am besten zur Geltung kommen. Hier das Vorher- und Nachher-Bild. Wie man sieht, sorgen die Texturen so für mehr Detail und Echtheit innerhalb von euren Szenen. Das war's auch schon wieder von uns. Oben links kommt ihr auf den Kanal und unten links zeigen wir euch, wie ihr Objekte in Unreal exportieren könnt. Schreibt uns auf jeden Fall, wie ihr das Video fandet und wenn es gut war, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.